Hallo zusammen und damit herzlich willkommen zum nächsten Part von Let's Play Pokémon Schwarz Nassau Challenge. Im letzten Part ist Folgendes geschehen und zwar recht viel, kann man sagen. Zuallererst haben wir uns ja der Arena zugewidmet und konnten sogar einen Sieg erringen. Sehr, sehr nervenaufreibend war das auf jeden Fall. Zumindest konnten wir die Grundorden gewinnen und damit auch die TM67 Heimzahlung, die wir hoffentlich nie so benutzen werden an sich. Und direkt danach ist sofort das nächste geschehen und zwar brach den Plasma in das Museum ein und stahl den Dragoschädel vor unseren Augen. Und nun sind wir mit Arty hier, dem Arenaleiter von Stratos City, dem dritten Arenaleiter somit, und verfolgen hier im ewigen Wald nun die Plasma-Rüpe, und da unten steht schon einer. Und als wir übrigens gekämpft haben, ist sogar noch etwas Besonderes passiert, und zwar die erste Entwicklung des Spiels mit dem lieben Benson, der sich in einen Swordrunner verwandelt hat. So sieht's aus hier, mit wunderschönen Werten, die ich finde. Und es wird weitergehen, Leute. Wir lernen immer mehr dazu, vor allen Dingen die Attacken werden immer besser, glaube ich. Auch die Kaltklinge, die es erlernt hat, wird bestimmt nützlich sein. So sieht das Team aus. Mal gucken, wie ich jetzt gleich weitermache. Ich werde am liebsten erstmal Norman nach vorne stellen, denn der erwartet ja auch noch eine Entwicklung. Der wird ja noch zu einem Terrybug und das wird natürlich auch um einige stärker sein. Und genau das hätte ich auch sehr gerne in meinem Team. Ich habe übrigens heute mal das CG an, wie ihr unten rechts sehen könnt. Das blinkt ja so schön. Ich hoffe, das stört nicht so weit. Ich hätte es einfach mal angemacht. Hallo, na? Du lässiges Kind. Ich verpasse dir jetzt einen Denkzettel, dann verfolgst du uns nicht mehr. Na gut, wenn du meinst. Verprügeln tue ich dich trotzdem. Bam, bam. Tja, leider werden wir hier auch kein Pokémon fangen, weil in diesem Gebiet haben wir ja bereits Camillo fangen dürfen. Ganoville, ein sehr tolles Pokémon, wie ich finde. Würde ich auch für mein Team mir wünschen. Wäre ziemlich nice. Okay, vor allem hast du Bedroher. Auch nicht schlecht. Bedroher ist grundsätzlich eine der besten Fähigkeiten, die man hier in der Nassau haben kann. Terrybug kann es ja auch haben. Ich hoffe, das kriegen wir dann als Fähigkeit. Ich weiß selbst gar nicht mehr. Na, was soll's. Zertrümmerer. Oh, Sandgraf. Moment, kann ich jetzt auch auswechseln? Nee, ne? Okay, es war 9 Schaden. Ich kann nicht mal auswechseln. Kann ich trotzdem noch was Sinnvolles machen hier? Ja, geht schon. Und vor allem mit dem Death Drop, sehr schön. Okay, Sandgrip ist auch noch aktiv. Das ist nicht so schön. Ich heile mich mal ganz kurz hoch. Dafür habe ich meine Tränke. Bam, 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 badum. Aber da muss ich aufpassen, zu Sandgräben. Das kann ich böse enden an. Gewissheit. Au. Das endet wirklich böse. Ich hatte 41 KP. Ich krieg 2 Schaden durch den Sandgrab. 2 sind 26, 41 sind 15, oder? Ja. Gewissheit hat 15 Schaden. Das ist mir zu viel. Ich heile mich nochmal hoch. Jetzt ein Crit wäre scheiße, da wird Norman tot. Muss mich nochmal hochheilen. Folterknit. Ja, ruhig, ist okay. Ich kann zwar nicht immer Zertrümmerer einsetzen, aber besser als den Schaden zu kriegen. Macht mal 2 Schaden, ne? Kann ich jetzt noch Zertrümmerer einsetzen? Nee, kann ich jetzt nicht. Okay, ich könnte jetzt theoretisch Kraftschub einsetzen, aber ich möchte lieber angreifen. Das macht aber keinen Sinn, ist nicht sehr effektiv, oder? Bist du schon Undicht-Typ? Du bist doch schon bodenundicht, oder? Ich gehe auf Tackle, das hat Slap, das ist doch eh viel stärker. Was rede ich mir denn da ein? Au, 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 au. Ein Crit wäre da auch gefährlich gewesen, aber hätte nicht gereicht. Schön viel Schaden. Leider bist du schneller, das ist ziemlich blöd, sonst könnte ich dich jetzt hier wunderbar ausfrieden. Dann nutze ich jetzt noch einen weiteren Heiltrank. Mach bitte was Dämliches, Ganoville. Bitte, bitte. Ja, Sandgrab, ist okay. Vollkommen okay. Okay, ich bin befreit. Sehr schön. Ein Crit dürfte jetzt nicht mal reichen, auch wenn es zu einer Gewissheit kommt. Dann soll ich jetzt eins der Trümmer erreichen. Und ich bin sogar schneller plötzlich. Hä? Ach, wir haben Speed-Type? Oder bin ich blöd? Egal. Auf jeden Fall sind wir schneller gewesen plötzlich und erreichen Level-Up. Sehr schön. Auf Level 16 konnten wir uns bereits entwickeln. Habe ich ja abgebrochen, die Entwicklung. Und deswegen können wir jetzt on-screen auf Level 17 die Entwicklung zeigen. Was soll das? Du bist nur noch ein Kind. Wie unverschämt. Scheiß drauf. Wir kriegen jetzt die zweite Entwicklung direkt hier im Spiel zu sehen. Nanu, Norman entwickelt sich. Unser kleines Hündchen wird erwachsen. Mein kleiner Welpe. Löse dich auf. Bam, bam. Ach ja, die schöne Musik bei der Entwicklung. Wir haben uns aber damals gefreut, wenn sie ein Pokémon entwickelt hat. Wie auch heute. Herzlich willkommen, Team. Glückwunsch, dein Norman wurde zu einem Terrybug. Yay. Was ein wunderschönes Exemplar. Sehr schön. Ich sehe gerade, mein Akku wird langsam leer hier bei mir unten. Da muss man langsam aufladen. Du hast leider Pech. Ich habe den Schädel nicht bei mir. Wenn du ihn zurückhaben willst, musst du meine Kameraden finden. Ja, ja, kein Problem. Schauen wir uns doch mal lieber an, was Norman hier zu bieten hat. So, Norman. So, sieht bei dir so aus. Sandscharrer hast du. Leider kein Bedroher. Es ist der Sandscharrer. Aber Initiative in Sandsturm ist erhöht. Ist gar nicht mal so schlecht. Also, Initiative zu verdoppeln. Warum nicht? Obwohl die Initiative bei dir recht hoch ist.
Alter, schwierig ist die hoch. 30, Moment. Da können die anderen nicht mithalten. Nö. Die haben hier das schnellste Pokémon hier mit unserem kleinen Terrywark. Schöne KP-Anzahl. Angriff ist 33, nicht schlecht. Hier sieht es ja so aus. 55, 36, ja. Etwas besser, aber nicht schlecht. Also mir gefällt das Ganze hier. Aber ich hätte echt lieber den Bedroher gehabt auf diesen Pokémon. Ne? Bedroher wäre so gut, wenn wir den gegnerischen Angriff einfach senken können beim Wechsel. Aber mit Sanchara kann ich auch noch leben. Na gut, was soll's. Ich hoffe, mein Akku hält noch diesen ganzen Part durch. Das wäre sehr schön. Ansonsten würde ich sagen, ja, packe ich mal Pyro nach vorne. Und dann sind wir bereit, weiter zu kämpfen, ne? Das sollte passen, ja. Pyro bleibt jetzt mal vorne und holt sich erstmal seine Erfahrungspunkte. So, mal schauen, was wir noch so finden können. Noch weitere Rüpel. Hallo, na? Wie geht's? Suchst du vielleicht etwas? Nee, ich bin nur zufällig hier. Ganz klar. Was hast du denn so dabei? Wieder ein Pokémon, und zwar ein Fenilu, okay? Da muss ich gucken. Ah, mit Pyro ist es immer so eine Sache. Ihr wisst ja, wie schlecht die Verteidigung von Pyro ist. Allein schon wegen dem Wesen. Ich schaue nochmal kurz drauf. Weil die KP sind ja auch nicht wirklich besser. 22. Ja. Gibt bessere Sachen, ne? Das ist ja die schlechteste Verteidigung. Deswegen habe ich da so ein bisschen Angst, wenn mir dann Fenilu übersteht, was Step-Attacken hat. Wie kann ich denn da rein switchen? Ich nehme einfach mal Benson. Ich muss überlegen, was ich für die nächste Arena brauche. Ich brauche Pyro nämlich für die nächste Arena. Da geht es nämlich um Käfer. Oh mein Gott, Spoiler. Pyro und Felicia können da sehr, sehr gut aufräumen in der nächsten Arena. Ich vertraue auch, dass sie das dann auch hinkriegen. Nee. Oh mein Gott. Huh, da hatte ich jetzt Angst gehabt. Das sind immer starke Step-Attacken, Verfolgung. Böse, böse. Ich hatte echt gerade Angst, weil das ziemlich viel Schaden machen kann. So, na gut, Benson kann dafür erstmal als Rache die Kaltklinge zum ersten Mal zeigen. Wir sind ja auch schneller. Bam! Oh, sehr schöner One-Hit. So mag ich das. Sehr schön. Wunderbar. Funkst du uns etwa nur zwischen, weil du auf unsere Kluft dazwischen? Keine Ahnung, ich hatte das nicht lesen können. Wieso muss es immer so schnell durchlaufen? Hilfe. Tut mir leid, aber ich hier habe ihn nicht. Ich bin doch nur ein Mädchen, da werde ich wohl kaum so etwas Schweres mit mir rumschleppen. Ah, da willst du ein Mann sein. Versuch's mal bei einem an meiner Kameraden. Natürlich. So, ich werde das mal Pyro heilen. Wir müssen was gegen diese Verteidigung unternehmen. Ich weiß nicht, wie lange Pyro noch im Team bleiben wird. Wir müssen dringend weitere Pokémon fangen, um mal zu sehen, was wir alles so in Zukunft noch gebrauchen können. Und dann bauen wir unser Team mal richtig zusammen. Also ich finde mein Team bisher gar nicht mal so schlecht, aber... Naja, wir haben von jedem Typen auf jeden Fall etwas. Aber trotzdem hätte ich mir ein bisschen mehr Balance. Das auf jeden Fall. Eine physische Defensive haben wir mit Felicia. Spezielle Defensive haben wir auf jeden Fall auch. Ist vorhanden. Und Supertrank auch. Sehr schön. Die brauche ich ganz dringend. Habe ich im letzten Part vielleicht ein bisschen viel verbraucht. Hier geht es auch weiter. Aber da geht es eigentlich nicht wirklich lang, ne? Egal. Gehen wir trotzdem lang. Obwohl, doch, hier geht es lang. Natürlich. Wenn du gegen meinen Pokémon kämpfst, wirst du sehen, wo ihre Stärken liegen. Da bin ich jetzt nicht den optionalen Weg gegangen wahrscheinlich. Da muss ich dann nochmal zurück. Was soll's. Logan mit zwei Pokémon. Und Toxipa ist das erste. Ein Gift-Pokémon. Level 16. Ach, die werden auch immer stärker hier, ne? Pyro muss dringend dazukommen. Zum Team-Niveau hier. Babam. Ein Eschen direkt. Ich weiß nicht. Soll ich? Könntest du eine Beere haben? Nutze ich einfach mal. Ich glaube, hier gibt es ja auch viele Ranger in diesem Wald. Die haben, glaube ich, auch Beeren auf ihren Pokémon drauf, ne? Oh, das macht so viel Damage. Schön. Sehe ich gerne. Und Kreideschrei bringt ja auch nichts mehr. Und Verteidigung ist eh schon niedrig. Vielleicht kann ich hier was rauben. Du hast aber keinen... Nein, Schutzschild-Spam-Attacke. Oh mein Gott. Hilfe. Tu es nicht. So, hast du noch ein Item, was ich mir ausborgen könnte? Ich glaube zwar nicht, aber wir können auch Hoffnung haben, ne? So. Praktibalk. Okay, da muss ich raus. Aber sowas von. Auch ohne Kreideschrei müsste ich hier raus, weil mein Def immer noch zu schlecht ist, aber hier ist es noch was anderes. Aber ich habe echt noch keine richtigen Switch ins in Gesteins-Pokémon, ne? Pyro halt von der Verteidigung nicht gut genug. Norman und Felicia werden sehr effektiv getroffen. Benson, naja, und Camillo ist halt das stärkste Pokémon. Ist das Einzige, was ich da eigentlich gerade rein switchen möchte. 55, 28. 60, 23. Ich könnte beide rein switchen, aber... Mal gucken. Obwohl... Ah, ich weiß nicht. Komm. Benson, geh du einfach mal rein. Was soll's. Bom. Die anderen werden schon dazu leveln. Das kriegen wir hin. Fußtick. Das könnte wehtun, aber... Ja, 10 KB. So schwer sind wir noch Gott sei Dank nicht.
Kalklinge. Zumindest können wir jetzt hier zum schnellsten Pokémon hier. Also Yorkleff wäre, Terrybug meine ich, wäre ja noch schneller. Steinwurf, ach ja, wunderbar. Das ist ja kein Problem. Nehme ich gerne mit. Bam! Und tschüss, Buggy Bike. Sehr schön. Läuft doch. So, Glückwunsch, aber hast du auch die Stärken deiner Pokémon erkannt? Nö. War da welche? Habe ich nicht gesehen. Keine Ahnung, was soll's. So. Oh, welcher Pokémon, oh mein Gott. Sind wir dir auch zum ersten Mal hier? Warum wollte sie gegeben? Gottes Willen, nö. Weg damit, das wird nur Elfhuhn. Ich hasse Elfhuhn. So, wobei ich kann die Chance natürlich jetzt nutzen, um dich mal zu besiegen. Müsste für ein Level aber erreichen. Oh. Genau deswegen hasse ich das Viech. Das Ding hat wahrscheinlich auch schon Sträuch, oder? Oder ist es an sich schon so schnell? Kann natürlich auch sein. Verbrenne es. Stirb mir bloß weg. Macht aber wiederum weniger Schaden, ne? Wachstum, ja. Hat wahrscheinlich eh nur Statusattacken. So, Pyro, mach's kaputt. Ich möchte, dass du ein Level abkriegst. So. Brände. Mach einen Crit oder Max Damage. Jawoll. Fallen Crit. Sehr schön. Auf Befehl. Sehr schön, Pyro. Du gefällst mir immer noch. So, Level 17. Ja. Akzeptabel. Geht noch. So. Noch kein Level-Up. Ich weiß gar nicht, wann er sich entwickelt. Ich weiß nicht, wann das ist. Ich glaube, in den 20ern irgendwann. Erstmal wichtig, erstmal von der Paralyse heilen. Der ist sonst auch zu blöd. Bam, 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 bam. Ein bisschen habe ich da ja noch. So, aber es ist noch eine Rangerin, die ich noch gerne besiegen möchte. So, aber hier oben geht es doch gar nicht weiter, ne? Ich zauber natürlich direkt ins Gras. Das ist natürlich auch schlau. Sorry. Und ein Toxipad. Alles voller Kiefer und Pflanzen. Bam, 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 bam. Flüchte, Pyro. Sei schnell genug. Jawohl. Hier ist nichts mehr sonst? Hier auf der rechten Seite? Nee. Hier ist nur eine Moosfelsen für Fulipora. Nee, mehr ist hier tatsächlich nicht. Na gut. Hallöchen. Zieh jeden Tag im ewigen Wald in meine Runden. Die Kämpfe hier sind keine große Sache mehr für mich. Aha, jetzt werden sie zur großen Sache. Eine sehr große Sache. Mal schauen. So, Boomranger Mathieu. Oh. Mit Terrybug. Ah, muss ich aufpassen. Terrybug Level 18, okay. Dann ist es verständlich, warum es so stark ist. Jetzt drohst du mich den Sandstarrer wahrscheinlich. Da gehe ich doch direkt in Camillo. Bam, bam, badam. Gegen Level 18 Terrybug habe ich schon Erfahrung. Allein schon aus dem letzten Part. Bodycheck. Ja, wow. Das war kein Crit? Okay. What the fuck, das war kein Crit? Das ist mir echt zu viel gerade. Ich muss mal kurz Werte durchgehen. Moment, das waren 36 KP, ne? 60, 23. 52, 31. Was mache ich denn da jetzt? Ich glaube, Felicia kann ich da auch nicht richtig rein switchen. Vor allem, was kann ich da für Attacken einsetzen? Zertrümmer, gut, aber... Ah. Was mache ich denn da jetzt? Ich switch mal Felicia rein. Die wird auf jeden Fall einen Attack überleben, logischerweise. Denn ich habe ja die Robustheit, die echt praktisch ist. Das Ding ist echt blöd. Bodycheck, ja, mach noch mehr. Okay, das kann ich überleben. Das ist kein Problem. Na Gott, Felicia wird es schon hinkriegen. Vor allem hier ist es ja nicht mehr sehr effektiv. Also, da braucht ihr bald weiß noch neutral. Dann mache ich jetzt der Trümmer und kann damit erstmal den Def senken. Bodycheck, okay, das wird nicht reichen. Auch mit dem Crit nicht, wollte ich sagen, genau. Wisst ihr, genau deswegen achte ich drauf. Hier fallen echt sehr, sehr viele Crits. Da muss man echt saumäßig aufpassen. Aber ich habe eben noch nachgeguckt, dass es selbst ohne Crit nicht reichen würde. Und das war eben auch der Fall. Dam, bam, bam, badam. Erstmal hochheilen. So, was machst du jetzt? Bodycheck, okay. Ist das ein Crit? Nee, okay. Das heißt, auch der nächste Bodycheck wird nicht reichen. Selbst wenn es ein Crit ist, wie eben. Und damit bist du tot. So. Keine Chance für dich. Bitteschön. Bam. Obwohl, du warst echt stark. Muss man ja mal sagen. Alle was drauf. So. Eine Niederlage im Ewigwald. Das war ich. Da war ich wohl zu unsachtsam. Mein Gott. So. Geht doch. Hier, das gehört zur Grundausstattung eines Rangers. Nimm. Maronbeere. Sehr schön. Hab eh wieder viele verbraucht beim letzten Arena-Kampf. Der Wald ist ein lebendiges Wesen. Irgendetwas ändert sich hier jeden Tag. So wird das Patrouillieren nie langweilig. Na gut, na gut. Müssen wir wieder viel, viel aufleveln, aufheilen. Fällt auch auf, ich brauche viel mehr Items, die ich auch zum Tragen nutzen kann, die mir irgendwas bringen. Damit meine Pokémon auch ein bisschen stärker werden im Kampf. Ich meine, Zauberwasser für Benson habe ich ja immer noch.
Aber das reicht ja nicht immer. So, einmal ein bisschen hochgeheilt. Pyro kann ja auch erstmal vorne bleiben. Ein zwei Pokémon hier gegen die wilden Pokémon, warum nicht? Kann es sich lohnen? Ja, genau in diesem einen Grasfeld, ne? Alter Schwede. Strafwickel! Aber ich glaube, die kann ich auch logischerweise schnell bekämpfen. Ja, komm, das mache ich mal eben. Geht ja ganz schnell. Ich bin ja auch schneller. Und es wird auch wehtun dementsprechend. Bam, badam, bam. Reicht sogar fast zum One-Hit. Kieferbiss, kann doch mal wehtun. Au, 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 au. So, geht kaputti. Dann wird er wieder hochheilen, ne? Na, was soll's. Bam, bam. Okay, Hauptsache Pyro lernt dazu. Ich brauche ihn auf jeden Fall für die nächste Arena. So, lass mich hier bitte durch ohne Probleme. Jawohl. Geht doch. Naja, fast. Da vorne sind wahrscheinlich noch irgendwelche weitere Trainer. Und Dusselgur sind auch noch hier. Level 15. Ah, ist recht stark. Mal gucken, was wächst sich denn da ein? Na, Felicia wahrscheinlich, ne? Obwohl Norman braucht auch seine Erfahrungspunkte. Felicia ist ja eh schon stark genug. Bam, 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 bam. So, Terry Dark. Und ich sehe schon, mein Akku wird gleich hier seinen Geist aufgeben. Okay, jetzt macht er gar nichts. Okay, Leute, ganz kurz einen Cut. Ich muss nur ganz kurz meinen Akku holen. Ich bin gleich wieder da. Bis gleich. So, Leute, da bin ich auch schon wieder. Ich habe mal kurz mein Aufladekabel geholt. Ich denke mal, das sollten wir irgendwie hinkriegen, ne? Tackle ist ja immer noch stärker durch den Step. Also warum nicht? Ja, du bist auf jeden Fall schneller. Aber du hast einfach kaum Schaden. Der wollte ja nicht mehr den Bedroher. So, bitteschön. Bam. Ach, man ist schon viel Schaden. Ja, Heule hilft jetzt auch nicht mehr weiter. So, ich mach die jetzt einfach nur kaputt. Mehr möchte ich gar nicht machen. Bam, bam, badam. So. Weg mit dir. Ich muss dringend aufpassen, was ich mit meinen Erfahrungspunkten mache. Und vor allen Dingen mit den ganzen Tränken, weil die werden sehr schnell verschwendet. Ich habe sehr, sehr wenig Geld, wie ihr wisst. Irgendwie sind die alle angeschlagen, ne? Ich fange jetzt mal mit Benson an. Beim nächsten Kampf. Ich möchte mir möglichst seine Tränke aufsparen. Geht leider nicht anders. Außer ich muss zurücklaufen. So, was haben wir hier drin? Ein Gegengift. Ja, warum nicht? Sehr schön. Ist hier noch was? Ja, ein Ranger. Ich habe es mir schon gedacht. Ein guter Ranger erlangt große Kraft, ohne sich der weiten Natur widersetzen zu müssen. Das ist ja auch schön. Bam. Das ist eventuell auch der letzte Kampf für heute. Mal schauen. Ivanka mit Vigimark. Ja, ganz geil. Wow. Nämlich einmal das Wasser-Pokémon nach vorne. Und da kommt das 20 Pokémon Vigimark. Level 18 sogar. Das ist gar nicht mal so cool. Jetzt habe ich natürlich Pyro nicht vorne. Ist schon ein bisschen blöd jetzt. Ich muss Camillo reinswitchen. Ich weiß jetzt nicht, was kommen könnte. Wahrscheinlich eine Pflanzenattacke, aber ich kann Pyro so nicht reinswitchen mit der Range. Das wäre mir zu gefährlich. Egelsamen. Okay, ich muss hier wieder rausgehen. Ich werde jetzt Folgendes machen. Ah, wie viel Schaden macht das? Zu viel. Okay, ich werde jetzt erstmal Pyro heilen. Moment, einen Trank habe ich ja noch. Die ging ja so schnell weg, ey, Wahnsinn. Pyro hochheilen. Und dann rein switchen. Ranken hier. Wie viel Schaden macht das denn? 10 KP und noch Edelsamen dazu. So, dann gehe ich jetzt mal raus. Pyro, du machst den Rest hier bitte. Das kriegst du hin. Das weiß ich. Pyro, los. So, noch ein Ranken. Wie viel Schaden macht das denn? Ja, das ist nix. Sehr schön. So, ein Eschern. Leg los. Was hat der Ranken hier? Ich kann eventuell weiterhin auf Gena gehen, wenn ich möchte, aber ich frage jetzt, wie viel Schaden ich mache mit dem einen Schaden. Sollte nicht genug sein, oder? Nee, überhaupt nicht. Gut, ich gehe auf den Gena. So. Werde müde. So, Schlecker. Okay, komm auch auf den hier. Paralysiert. Ja, danke schön. Dann werde ich mich jetzt erstmal entparalysieren. Zwei Parahalle habe ich ja noch, aber die Paralyse wird mir echt ziemlich zu schaffen machen wahrscheinlich. So, ja, rangeht, das kriege ich hin. Wunderbar. So, jetzt kann ich auf jeden Fall einmal noch auf Eingeschön gehen. Danach muss ich mich leider hochheilen. Oder? Ich glaube schon. Ja. Es kann ja das sein, obwohl. Nee, hier muss man ja zwei Runden schlafen nach den Einschläfern. Hier muss man noch zwei Runden schlafen. Und ich werde eh noch einige Attacken von ihm überleben, also ist es eh egal. So. Ach nee, der wacht sofort wieder auf. Aber da ich schneller bin. Obwohl, wenn er jetzt schneller ist und plötzlich in der. Er war nicht schneller, oder? War einmal schneller? Ich war doch schneller.
Ach komm, geh kaputt. Er war doch schneller, aber das wird nicht reichen. Ne. Und auch keine Paralyse, somit reicht das hier aus. Okay. War knapp hier, muss ich sogar sagen, aber wir konnten das Ding effektiv besiegen. Sehr schön. Viele Erfahrungspunkte geteilt. Man sieht, dass du auch deine Kräfte mit deinen Pokémon vereinst. Ja, ja. Okay, Leute, das war's dann auch für heute. Erstmal kriegen wir jetzt noch ein Item von der Rangerin. Hier, dies ist nur eine der vielen Gaben, die weiterhin für mich bereithält. Marion wäre ja noch mehr davon. Sehr schön. Weil das Spiel weiß, dass wir viele im Arena-Kampf verbrauchen. Was man allein nicht bewerkstelligt, kann man mit etwas Hilfe schaffen. Ich sehe, du verstehst, was ich meine. Meine Pokémon weichen nie von meiner Seite. Ist das nicht wunderbar? Ja, irgendwie schon. Okay, Leute, das war's dann für heute. Im nächsten Part geht's dann weiter hier im ewigen Wald und wir suchen weiterhin die Rüpel auf. Und eventuell finden wir auch endlich mal den Rüpel, der auch den Dragoschädel bei sich trägt. Und dann können wir dann auch diesen wiederum zurück ins Museum bringen. Bis zum nächsten Part also, bis dann und auf Wiedersehen.